Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist es wieder soweit. Ich bin jetzt gerade so, ich muss gerade gucken. Ich finde, oben sieht so, ich weiß es, meine Haare sehen oben grau aus. Das ist, weil ich einen cool-toned Haarton habe. Also, es ist ein kalter Haarton mit diesen warmen, weil das sind ja noch die alten roten. Tut sich das immer so ein bisschen, finde ich. Egal, so beginne ich mal das Video. Aber ich wollte einfach nur sagen, erst einmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Und dann ist es so, meine Lieben. Ich bin übrigens nicht nackt, sondern ich habe hier so ein Teil an. Ich will es immer gerne dazu sagen, weil es sieht dann immer sehr nackt aus, wenn man dann auch das Video schneidet. Aber, und zwar wollte ich sagen, ich habe wieder bei Temu bestellt. Und das ist diesmal wird es, glaube ich, ein eher kürzeres wie ihr kürzeres. Das ist immer bei mir so eine Frage. Aber ich habe nicht, das ist jetzt nicht super, super viel, was ich hier in diesem Video habe. Aber es ist so Mischmasch. Es hat so überhaupt keine wirkliche Linie, das Ganze hier. Das hier ist einfach nur Mischmasch. Weil sonst habe ich es ja sehr koordiniert. Also das ist wirklich eine Kategorie, ist wie die Ballkleider und so. Das ist jetzt einfach irgendetwas. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Sachen an. Das erste, was ich bestellt habe, da ist nämlich eine kleine Blume ist da abgegangen, die muss ich noch draufkleben. Aber ich wollte immer schon so einen haben. Ich blende euch natürlich übrigens die Preise ein. Auf einer dieser zwei Seiten befinden sich dann die Preise. Aber ich wollte immer schon mal so einen Teddybär haben. Ist er nicht süß? Und er hat eben da auf der Seite, sieht man das überhaupt? Da, hier auf der Seite, hat er eben eine Rose verloren. Aber sonst ist er sehr gut angekommen. Weil es wird ja bei Temu alles in diesen Tüten verpackt. Aber ich muss sagen, der ist super gut angekommen und ist so cute. Ich finde ihn super cute. Ich muss eh bald wieder meinen Hintergrund, weil es ist noch sehr, sehr weihnachtlich im Moment. Aber ich werde meinen Hintergrund ändern und ich glaube, der nächste wird vielleicht wieder rot und pink. Und da habe ich mir gedacht, der kommt auf jeden Fall in meinem nächsten Hintergrund, weil den finde ich so süß. Ich finde den super, super cute. Ja, ich wollte immer schon so einen haben und die waren ja immer so teuer und jetzt gibt es sie ganz billig bei Temu und habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir so einen. Als nächstes habe ich etwas gekauft für mein Handy. Und zwar ist das eine Handyhülle. Es gab ganz, man konnte so 100er Packungen, also nicht ganz, aber halt so 10er Packungen auch kaufen. Aber die waren dann alle, also so wie ich bin auch nicht so technisch begabt, aber die waren alle so mit diesem Schutz und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass das so einen, also diesen, dass halt niemand auf dein Handy schauen kann, wenn neben dir sitzt. Erstens ist mir das total egal. Die Leute dürfen gerne auf mein Handy schauen, so spannend ist es auch wieder nicht. Und ja. Ich finde das irgendwie störend und wenn du es komisch in einem komischen Winkel hältst, dann sehe ich selber nichts. Also ich mag die persönlich nicht, weil ich weiß, mein Bruder hatte das nämlich und ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das mühsam. Und da habe ich es euch schon gezeigt, habe ich eben für mein Handy jetzt eben so eine Hülle gekauft. Und jetzt muss ich nur hier gucken. Ich habe mein Handy auch da. Ah, okay, das ist Rückseite. Rückseite werde ich nicht machen, weil da habe ich ja die Ideal of Sweden Hüllen. Aber Vorderseite ist komplett gekratzt. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt nur mal, ich will nur kurz gucken, wie die Größe ausschaut. Ob das eh. Das schaut perfekt aus. Das schaut super aus. Ein bisschen groß vielleicht sogar. Aber egal, ich glaube, das passt gut. Das heißt, das werde ich heute machen, weil die ist komplett kaputt und das bin übrigens ich jetzt. Und das finde ich total, ist total kaputt und deshalb wollte ich einfach, habe ich das gesehen und habe mir gedacht, perfekt, perfekt. Ich brauche eher ein neues und super. Sehr, sehr cool. Also das ist wirklich so ein Produkt, was ich sage, etwas mal, was ich von Temu wirklich brauche. Den Rest, den ich mir stelle, der ist ja eher mehr so, das sieht süß aus, das sieht lustig aus. Aber das war wirklich so ein Produkt. Ich lege es vielleicht nicht am Boden, aber ich habe mir gedacht, da, das habe ich auch mal gedacht. Ich muss das ausprobieren. Noch ein Produkt, was sehr, sehr spannend ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn man es nicht aufladen muss, werden wir das gleich probieren. Eine Massagegabel. Ich weiß, die hat ungefähr 15 Euro neu gekostet. Das weiß ich sogar auswendig. So, warte, ich zeige euch mal, wie es kommt. Also hier haben wir mal Manual.
also Anleitung. Und hier haben wir dann diese ganzen Einzelteile. Und ja, weil ich habe die, ich finde, die ist aber schwer. Die ist ordentlich schwer. In Grün habe ich sie anscheinend bestellt. Ist ja egal eigentlich, was sie für eine Farbe hat. Muss ich jetzt, ist mir bei sowas ist mir wirklich egal. Aber geht das jetzt so rein? Und dann dreht man das hier an, oder wie? Geht das jetzt schon? Ach so. Ich verstehe es nicht. Also steht jetzt hier eine Zahl oder steht, dass man es aufladen muss? Ah. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Es funktioniert super toll. Und da haben wir jetzt 1, 2, dann wird es noch stärker. Hier kann man dann, ist eben mit Touch. Dann haben wir hier 3. Ui, das ist dann ordentlich. Da vibriert sogar, vibriert das ganze Teil, kann ich euch sagen. 4 haben wir auch noch. Ups. Und 5 ist dann eine, das ist eine andere. Das ist ja toll. Und, das ist eben sozusagen mehr so ein. Ja, wie soll ich sagen, so. Also ihr seht, sieht man das überhaupt? Es ist eine andere Einstellung auf jeden Fall. Das kann man dann auch verstärken. Und dann ist wieder 1. Mhm. Das ist ja spannend, Leute. Mhm. Ups, Gott, 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 Gott. Ja, nein, ich muss sagen, sehr, sehr cool. Und wenn man es ausschaltet, dann ist es einfach, dass man lange drückt. Ha, muss ich gar nicht das Menü lesen. Und das, da hat man dann eben diesen Aufsatz. Dann hast du diesen Aufsatz. Den hier. Und ich glaube, da war noch irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Aber da war noch irgendwas. Ah, so eins haben wir auch noch, so ein Teil. Und da haben wir auch noch sowas. Ich weiß auch nicht, was man damit massiert. Sieht sehr, sehr gefährlich aus. aber ja, super. Toll eingebunden. Und ein Ladekabel hast du natürlich auch, dass du es wieder aufladen kannst. Also das finde ich voller Erfolg. Sehr, sehr cool. Muss ich sagen, die werde ich hin und wieder verwenden bei Muskelkatern oder so. Ist das einfach sehr, sehr praktisch. Ja, ich habe mir gedacht, why not? Und ich muss sagen, cool, sehr cool. Dann ein Produkt. Das ist mir leider schon im Karton aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Was ist denn das? Jetzt habe ich hier mein Puder runtergeschmissen. I'm sorry, das rollt jetzt hier den ganzen Boden hier durch die Gegend. Und zwar habe ich mir gedacht, was ist denn das? Was kann das sein? Das ist die Lampe, die ich bestellt habe. Und ich dachte ja, dass sie ein bisschen größer ist. Wir sehen ganz, es ist eine Minilampe. Ich gebe jetzt hier mal dieses Schutzding. Okay. Buch, da kriegst du gleich ganz viele Federn. Okay, ich weiß gar nicht, soll man das... Ah, das kann man selbstständig. Okay, das sind so, das ist mit so Drähten und dann kannst du es selbstständig irgendwie hochdingsen. Ich glaube, hier sind wahrscheinlich... es ist nämlich mit Batterie. Naja. Ob ich das jetzt so hübsch finde, weiß ich jetzt nicht. Am Bild sah es ein bisschen hübscher aus, muss ich ehrlich sagen, wie das hier jetzt. Aber, ja, dieser Kauf ist vielleicht etwas fragwürdig. Da empfehle ich euch, weil ich dachte natürlich, das ist eine Riesenlampe. Ja, das sieht jetzt, ich weiß nicht. Also auf dem Bild dachte ich, das ist eine Riesenlampe. Ich glaube, hier sind keine Batterien. Nein, hier sind leider keine Batterien drin. Das heißt, man muss Batterien und dann sind da kleine LED, also so kleine Licht, wie so eine kleine Lichterkette ist da drin. Lest euch die Beschreibungen durch, wenn ihr denkt, das ist eine große Lampe. Ich meine, sie ist ja recht lieb, aber groß ist sie definitiv nicht. Ich stelle sie jetzt hier rüber. Die hätte ich jetzt nicht bestellen müssen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die war vielleicht ein bisschen, nicht flop direkt, aber ja, eher weniger. Dann würde ich sagen, ich zeige euch das. Und zwar habe ich auch für meinen Freund ein Geldbörsel gekauft. Das war nicht so günstig, also jetzt für Temo-Verhältnisse. Es ist angeblich auch, ja, ich weiß nicht, sieht sehr, sehr schön aus. Es ist so eine schwarze Geldbörsel, weil er hat einfach eine gebraucht. Ich habe mir gedacht, ich kaufe eine. Das heißt, wenn euch Männersachen auch interessieren, ich finde die schön, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, er braucht eine.
sechs Jahre, natürlich auch von Nan. Und deshalb ist die mitgekommen. Das heißt, das ist einfach nur ein Present, was er von mir bekommen wird. Und ja, ich finde die wirklich schön. Klassisch schön, muss ich sagen. Also sie haben auch, ich finde, Temu hat auch wirklich schöne, hochwertige Sachen auch. Also hochwertig ist immer relativ, aber halt relativ hochwertig halt. Ups, puh, das sind überall Federn. Also die Lampe zum Beispiel war nicht hochwertig. Also die war ein Blödsinn, aber gut. Das heißt, als nächstes habe ich dann auch noch zwei Spiele gekauft. Und zwar habe ich einmal dieses You Love, You Drink, also so ein Drinking Game. Ich weiß nicht. Ich kaufe einfach irgendein Spiel, weil ich mir gedacht habe, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich war motiviert, weil die Freundin von meinem Bruder hat in Schweden ein Trinkspiel gekauft für Silvester. Und da war ich so, ich habe sowas gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Oh wow, das sind auch so Aufgaben und sowas. Ich sehe jetzt, dass, wenn ich jetzt so diesen Stack rausnehme, eat or suck on any phallic object, banana pen, bottle, etc. while staring into your target's eyes. Okay. A little bit sexual as well. Okay, und da haben wir, aha, how to play. The funniest person draws a card first. They are now a joker. A joker silently reads the cards to themselves. Also, oh, egal. Es ist auf jeden Fall, es sieht sehr, ich weiß nicht, also es ist Spiele, muss man halt einfach ausprobieren. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte es einfach ausprobieren. Ages, schau, man soll sogar plus 21. Ne? Das habe ich ja halt gerade noch geschafft. ich fand das irgendwie spannend. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Ja, also es ist einfach nur ein Spiel. Das ist etwas, das habe ich auch mit meinem Freund gekauft. Und zwar heißt das Bedroom Games oder irgend sowas. Genau. Und ich werde das, ich will das jetzt nicht ganz aufmachen, weil ich will ihm das eigentlich schenken. Aber mit der Geldbörse zusammen. Ach, oh Gott. Ich sage, ich hätte doch keinen Freund kriegen sollen. Das ist irgendwie, ja, wär's viel zu viel von mir. So, jetzt gucken wir, ob wir das, ich will das nur kurz, weil die Verpackung finde ich jetzt eh nicht schön. Das heißt, so hätte ich ihm eh nicht geschenkt. Das heißt, wir nehmen mal das Plastik runter. Und dann gucken wir. Achso, heißt Bedrooms Commands. Yes. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hier... Das müsste ich gerne mit einer Pinzette aufmachen. Trick übrigens, solche Verpackungen, wenn ihr sie mit der Pinzette aufmacht, dann sieht man nicht, dass ihr sie aufgerissen habt. Das heißt, wenn ihr mal was heimlich... Oh, okay. Ah, Dirty Daddy says. Sexy Bitch says. Okay. Ja. Jetzt werde ich wieder peinlich berührt, aber... Mhm. Ja, ich bin ja selber die es bestellt hat. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir immer gedacht, das ist ein bisschen lustig. Ich habe mir gedacht, why not? Okay, und weil wir gerade in diese Kategorie hinübergehen, beenden wir das Video mit Unterwäsche. Denn Linnea hat Unterwäsche gekauft. Und zwar, ich fand die zum Teil einfach urschön. Ich habe die Größen M genommen. Weil das sind so Sets und da kannst du nicht, weil ich hätte eigentlich oben, hätte ich vielleicht eher ein S lieber gehabt, aber ja, das ist jetzt, ach, erkennt ihr das überhaupt? Das hat so Herzchen und sowas, das ist halt auch durchsichtig und sieht dann halt so aus. It looks quite cute. Und dann haben wir hier untenrum, okay, das ist komplett auch zum Binden, das sieht ein bisschen groß aus, finde ich, sieht riesig aus. Okay, sie sieht, finde ich, ein bisschen groß aus, aber gut. Und, aber vielleicht, dass sie halt hoch geht, ist ja auch nicht schlecht. Und hier zum Binden finde ich eigentlich wirklich schön. Das ist jetzt kein BH, sondern das ist einfach so ein Nacht-, also so Pyjama-Set. Das fand ich einfach super cute, muss ich sagen. Das sind die Hosen übrigens. Achso, okay. Und das ist auch durchsichtig. Und das ist sozusagen das Oberteil dazu. Ja, und dann haben wir hier, wir haben noch drei solche Sets.
Da haben wir, okay, das sind aber viele Sets. Ups. Und zwar hier ist der BH. Es ist nichts mit Einlagen, das heißt, das ist reiner Stoff. Also nirgendwo jetzt wirklich ein BH an sich, sondern wirklich nur Stoff. Und hier haben wir die Unterhose. Und was haben wir hier? Ah, okay. Und das ist so ein, also was du halt oben drüber gibst. Und dann kannst du, wenn man Strapse trägt, kann man die hier auch befestigen damit. Also so ein richtiges sexy Teil. Dann haben wir ein bisschen Flower Power. Und zwar haben wir hier einen grünen. Den finde ich, der sah fast ein bisschen schöner aus auf den Bildern. Aber ja, why not? Cute. Und dazu haben wir auch den passenden String. Der ist ja spannend. Den kann man so schieben, okay. Ja, ich finde, die zwei sehen ein bisschen groß aus, aber ja. Und das letzte ist das pinke Flower Set. Und das zeige ich euch hier. Das finde ich sehr, sehr cute, muss ich sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr verspielt und sehr, sehr, sehr süß. Und hier haben wir auch noch The Unterhose dazu. Mhm. Genau, also ich meine, ich muss sagen, dieser Haul ist so ein bisschen, sehr random. Ich weiß, es ist super random. Aber ich muss sagen, für mich war eigentlich alles top, bis eigentlich auf die Lampe. Da ist eh mein kleiner Freund. No, die Lampe ist echt fragwürdig. Nee, Leute, die Lampe, aber sonst fand ich alles super, sonst war alles echt super. Also es war wirklich alles eigentlich toll, bis auf die Lampe. Die Lampe war ein Flop. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich, Temu ist schon super. Temu macht Spaß und ist wirklich super. Und manchmal sind halt Flops dabei, aber deshalb habt ihr ja mich, dass ihr euch nicht diese Lampe kauft. Außer ihr findet, sie sieht toll aus, aber ja, sie sieht so aus wie so ein zerrupftes Huhn. Also, oder zerrupftes Flamingo eigentlich. Mhm. Also mit mehr Federn und mehr Volumen wäre das eine echt süße Lampe gewesen, aber this is not it. No. Also ich hoffe, ich hoffe euch auch, dass euch diese random Videos gefallen. Mir hat super, super viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich finde auch die Unterwäsche wirklich cute. Ich finde generell, dass man wirklich sehr viele tolle Sachen auf Temu kaufen kann. Manche Sachen sind eher weniger, aber im Großen und Ganzen war ich bis jetzt wirklich echt mit meinen Temu-Käufen echt zufrieden. Also Daumen hoch. Also es wird definitiv, wenn ihr auch diese Random-Videos cool findet, lasst mich das gerne wissen. Ich weiß, es war ein bisschen ein kürzeres Video, aber ich habe gedacht, eben, das waren halt so meine Random-Temu-Sachen, die ich bestellt habe. Und aber jetzt würde ich sagen, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer ihr tut, und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentiert würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!